Was ich nicht ganz so cool finde, ist, dass wir jetzt sogar zwei Söldner haben, die wir eliminieren dürfen. Warum auch immer, das ist wieder so gefühlt, ach, wir ziehen das alles nochmal ein bisschen mehr in die Länge und geben jetzt einfach zwei neue Aufgaben, nach denen niemand gefragt hat. Einfach Cassandra. Und wie gesagt, ich bin ja ein Monk, ich muss erstmal vorher alles machen. Ja. Bevor ich mich zu der Hauptstory wieder widmen kann. Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich nie solche Spiele gespielt, wo man so, also was heißt strukturiert, aber so chronologisch oder halt spielt. Was habe ich zwei Söldner an der Backe? Nathan Sebastianrufer. Das sucht mich sogar nicht. Zwei Söldner in der Backe, okay. Um harten das F. Nee, och, warum sind denn die alle auf mich? Warte. Was ist denn das für ein Müll, ey? Nein! Oh! Alter, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich ver... Ich bin voll in die Arme ausgewichen. Und krieg schon wieder Zustände. Das ist einfach nur der größte Scheiß auf der ganzen Welt. Wirklich. Vor allen Dingen, warum kommen denn noch die Bürger? Die Bürger noch dazu. Die haben dann nichts zu suchen und mischen sich immer in jegliche Angelegenheit mit dem verdammten Besen immer ein. Und dann wundern die sich, wenn die getötet werden. Oh, wirklich. Nee. Regt mich auf sowas. Finde ich abgrundtief nervig. Und beknackt. Vor allem, warum hat denn F nicht funktioniert bei dem? Kann mir das mal bitte mal jemand sagen? Ey, wirklich, und das nervt mich schon wieder. Das nervt mich, dass diese verdammte Steuerung wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Und so schlecht spiele ich Assassin's Creed Odyssey nicht. Klar, manchmal ist es auch... Ja, ich gehe schon. Ne, es ist auch mein Fehler. Aber das sage ich ja, oh verdammt, ich habe hier aus Versehen 1 statt Q gedrückt. Ich muss in die Junge. Nein! Du bist mir nicht gewachsen. Zwei. Oh.
Er wurde vom Orkan geschickt. Er wird nicht der Letzte gewesen sein. Nee. So. Keto, die Verbrannte hat. Ach nee, wir hatten die Verkohlte. Genau. So, dann haben wir hier das noch. Oh, das ist toll. Verfolgen. Ja, wenigstens haben wir den geschafft. Ach, ist das schön. Da ist er. Sehr elegant, Cassandra. Sie wird sich mit deinem begnügen müssen. Es gibt keinen Ausweg. Das ist auch dein letzter Kampf. Ja. Was? Sein. Wir decken Bura Ayas von den Soldaten und ihren Polymarch zusammenarbeiten. Boah, nee. Ich wollte mich jetzt verarschen, dass ich jetzt hier. Das ist ja nicht mal feierlich. Das ist jetzt sicherlich mal feierlich. Was ist denn das für ein Müll? Da vorne ist er. Da vorne. Ja, Aya ist der Sauberer. Boah, wirklich. Ich kann mir jetzt echt eine schönere Aufgabe vorstellen für die heutige Folge. Warte mal. Ich kann natürlich nicht speichern. Und hier kann ich auch speichern. Laufen sie, ne? Das wären sie beste Freunde.
meine Arbeit tun. Mich besiegst du nicht. Konzentrieren. Muss mal was probieren. Wo ist der? Da. Wir müssen dem auch hören, die Söldner aufgeben. Nein! Weg, 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 weg! Ey, so. Weg, 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 weg. So. Fuck, 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 fuck. Ah! Phobos, lauf, ey. Lauf, 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 lauf. Galoppier doch bitte mal. Galoppier, bitte. Ey, was ist das für ein Pferd? Galoppier doch bitte mal, danke. Boah, Junge, Junge, Junge. Und los, los. Ey, warum kann ich denn nicht schnell reißen? Ach so, weil ich immer noch gesucht werde. Jetzt kann ich. Eieieiei. Ey, wenn jetzt nochmal irgendwelche Kopfgeldjäger eliminiert werden müssen. Anstatt dass sie das Geld, die Ressourcen für eine ordentliche Story verwenden, sagen sie, ja, komm, lass mal hier Kopfgeldjäger eliminieren. Das macht mich schon ganz schön viel Spaß. Oh, Phobos, jetzt komm doch mal angelaufen. Phobos, los! Da ist er. Und los geht's. Der Mondkönig, ja. Hm. Schick den gleich zum Mond.
Karte sind es 2. Ja, da wollt ihr mich. Wollt ihr mich komplett. Sind das 2? Das sind 2. Haben die mich jetzt getroffen? Sandra. Nein. Oh. 4. Ey, die war gerade wieder so dumm. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie dumm die war. Wieder angelaufen. Oh, ich könnte keulen, ne? Der ist weg vom Fenster. Das war wohl der Letzte. Ne, sorry. Den mache ich jetzt nicht. Gar keinen Bock auf die. Nee. Das tue ich mir echt nicht an. Nevada, Liebe. Jetzt machen wir den spaßigen Teil. Der hat da wirklich Freude bereitet. Wie gemein, ne? Ja, aber es ist wahrscheinlich ja nur so eine Probe des Kampfkünstes, ob man gegen Flammen und Gift bestehen kann. Die Zeit der Schatten. Ja. Was ist mit der Zeit der Schatten? Ross? Klär mal. Das weißt du bestimmt. Los! Ein edles Ross. Freunde, ich sehe sie wahrscheinlich gerade zum letzten Mal.
Als ich meine Fila das letzte Mal sah, stritten wir uns. Wie immer. Hätte ich ihr doch gesagt, wie viel sie mir bedeutet. Wie stolz ich auf sie war. Nun, da sie zurück ist, habe ich Angst, sie nicht wiederzuerkennen. Echte Bande zwischen Menschen sind selten, Cassandra. Wir sollten sie nicht vorschnell aufgeben. Ich kann mir solche Bande nicht leisten. Ich bin eine Söldnerin. Ich kann mir solche Bande nicht leisten. Wir haben ja schon die Bande mit unserer Familie, die ist ausreichend. Schiffsführerin! Einen Moment! Was ist denn los? Eine riesige Flotte sammelt sich in der Nähe. Sie scheint auf etwas zu warten, aber wir wissen nicht worauf. Der Orkan. Die Schiffe. Diese Leute. Sie weiß es. Aus irgendeinem Grund weiß sie es. Oh nein! Sie werden uns alle auf einen Schlag töten. Ich versenke die Flotte. Wir werden nicht untergehen. Ich versenke jedes einzelne Schiff. Wie? Barnabas, mach das Schiff kampfbereit. Und den Odem der Chimera. Sofort, Schiffsführerin. Schicken wir diesen Orkan geradewegs zu Hades. Natakas und ich werden hier übernehmen. Viel Glück, Cassandra. Ich finde, die Beziehung ist so aufgezwungen. Ich muss mich beeilen. Das fühle ich gar nicht. Es wäre, also, das meine ich ja. Anstatt hier vier Kopfgeldjäger zu jagen, hätte man einfach. Man merkt ja, irgendwas ist zwischen den beiden, aber ich fühle das überhaupt nicht irgendwie. Stunde des Leviathan. Überhaupt nicht. Und ich weigere mich, das anzunehmen. Schauen wir mal, was das Ding kann. Bruder, Tempo! Danke fürs Hinschieben. Natürlich hat's jetzt mein Höchstleistungsangriff genommen. Danke, Dimas. Entschuldigung, Centaur. Na, die Frage, wenn ich mich anders entschieden hätte, hätte ich dann einfach den armen Leuten auf dem Handelsschiff ihr Schicksal überlassen? Sich ihrem Schicksal überlassen, so rum? Oder hätte ich so oder so diese Aufgabe machen müssen? Ist das einer? Alter, Alter, ich sag's dir, ich... Ich hab... Oh, Mann! Hab ich wieder eine Söldnerin an der Backe. Hat eine Kuh-W-Schwäche.
Ah! Achso, ich drücke auch die ganze Zeit F. Okay. Schön, sind schon wieder dabei. Danke, Sendo. Alle Mann an Bord? Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Kapitän, Sie versuchen uns zu rammen! Oh nein, huch! Achtung! Bereit! Nein, ach, ich will eine Kuh drücken. Achtung, Kollisionskurs! Wir kapern sie! Auf mein Schön eingeparkt. Beim Hochleistungsangriff fertig und dann kommen die zu viert. Wo sind wir denn hier gelandet? Wirklich? Also. So, und habt ihr alle davon. Die brauchen sich gar nicht einbilden hier, ne, dann Söldner auf dem nächsten Schiff, dass sie gegen... Oh Gott, das Sendo sieht aus. Dass sie irgendwie gegen uns bestehen können. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Ella! Los geht's! Segel setzen! Ruderer bereit machen! In die Wellen! Er ist jetzt das Schiff der Flotte. War die Frage, wenn wir jetzt hier Möglichkeiten gehabt hätten, das nicht zu machen. Wäre der Kampf gegen den Orkan dann anstrengender gewesen?
glaube, so viele Schiffe haben noch nie mit einmal geentert. Wir haben auch die Medusa. Das ist schon mal ein Statement. Wie süß das kleine Boot um uns herum schifft. Eine Position bleibt unbesetzt! Los! Wie eine Position bleibt unbesetzt? Schützen! So. Kann ich. Verdammt, sie sind wendiger als ich, ne? Nase krachelt schon wieder. Es kommt noch mehr. Schiffsführerin, noch ein Schiff! Was für ein Monsterschiff! Sie ist da drin. Der Orkan Fehler. Sie ist auf diesem Schiff. Oh nee, nicht schon. Das ist jetzt schon echt. Oder warte, warte. Können wir speichern? Ja. Boah, das ist ja jetzt richtig gemein. Ändern? Ja, ganz schnell ändern, bitte. Das Gitter wird auf jeden Fall eine Herausforderung werden. Mutter? Mal, kann ich mit meinem Schiff jetzt was noch was ausrüsten? Ja. Die Skylla auf unserer Liste. Was? Oh. Rennt der? Ja. Ja, schön.
Bin ich ein kleines bisschen nervös. Na? Er hat schon ein prächtiges Schiff. Iskylla. Wir brauchen Hilfe hier oben! Los! Da kommen sie! Mach die Speere bereit! Hallo! Ja, das sieht doch wertvoll aus! Warte, warte, warte. Jetzt nimm doch mal... Warte. Alles gut? Kann ich etwas tun? Brauchst du... Ich brauche gar nichts. Ich werde dich vernichten. Es muss niemand mehr sterben. Orkan, es muss niemand mehr sterben. Du! Amorgis hat mir alles über die Verdorbenen erzählt. Es ist nicht deine Schuld, dass du so geboren wurdest. Aber es ist dein Schicksal, so zu sterben wie der Rest. Ich werde tun, was für den Orden getan werden muss. Mila! Du? Was machst du hier? Es gibt so viel, was ich dir sagen will. So viele Dinge. Bitte, gib mir eine Chance. Die hattest du. Du hattest Jahre, dich zu erklären. Ich musste dich beschützen. Ich wäre fast ertrunken. Und wer hat mich aus dem Wasser gezogen? Du? Der Orden ist meine Familie. Du bist nur eine Erinnerung. Meine Vergangenheit. Du wirst nie zu ihnen gehören. Du bist eine verdorbene Fila. Was? Ich weiß, was ich bin. Amorgis gab mir ein Ziel. Er leitete mich an. Ich bin kein Monster. Ich bin der Orkan! Du bist eine Marionette. Du bist nicht mehr zu retten. Du bist Amorgis Marionette. Erkennst du das denn nicht? Nein. Wir mögen Verdorbene sein. Aber das allein bestimmt nicht, wer wir sind. Nein! Ich bestimme über mein Schicksal. Ich bestimme über meine Zukunft. Bitte, Fila, lass uns doch reden. Nur wir beide. Vergiss alles hier. Komm mit uns.
Sie braucht dich, Kletter. Sie braucht dich, Kletter. Bitte, du hast immer noch eine Familie. Du hast immer noch... Marte! Wie dumm der aber auch ist. Du bist meine Tochter, Fiona. Ich hätte dich niemals von mir wegstoßen dürfen. Ich war doch immer so. Martha! Das ist alles deine Schuld, Adlerfrau! Deine Schuld! Nein, es ist nicht, es ist Amorges Schuld, bist du. Ich tilge dich vom Antlitz dieser Welt! Stell dich! Oh, warum ist denn hier so... Oh, es ist nicht meine Schuld. Wie dumm und verblendet muss man denn sein? Hallo. Selbst Demos hat es geschnackelt, Fila. Jetzt hier keine 10 Minuten nochmal. Das ist so sinnlos. Warum muss die denn jetzt sterben? Ja, erhebt sie sich jetzt auch. Wenn wir in bestimmten Lebensbalken stand. Warum ist das meine Schuld? Weil ich existiere, aber du bist ja genau wie ich. Weil wenn ich nicht existieren würde, würde der Orden der Ältesten mich ja nicht suchen. Du nicht, oder was? Würde mich mal interessieren, wie viele Verdorbene es da jetzt noch gibt. Demas, Orca, Fila und wir. Den könnten sie ja auch mal helfen, ne? Natakas und hier Darius. Die haben mir beide den Arsch abgefackelt. Na komm. Dann hast du genug. Jetzt. Das spannende Kämpfe. Bald.
Steh auf! Beende deinen Auftrag, Orkan! Es ist Amorges Wille! Wir sind nicht deine Feinde, Fila. Der Orden glaubt, er könnte dich steuern. Dass du nicht mehr bist als ein Instrument, das auf Befehl tötet. Sei mehr als das. Lass dir deine Menschlichkeit nicht von ihnen nehmen. Steh auf und kämpfe! Bitte stirb nicht. Ich habe... Da ist noch so vieles, was ich sagen muss. Du bist meine Tochter, Fila. Ich war doch... So. Cassandra. Für Menschen wie uns gibt es kein einfaches Leben. Nur den Tod. Ich wusste immer, dass es so enden würde. Vater, die See ist wieder sicher. Wir sollten hier weg, solange wir noch können. Wenigstens sind sie jetzt vereint. Reos und Natakas brechen bald auf. Ich sollte sie verabschieden. Richtspruch der Löwin. Jetzt mal eine doofe Frage. Was war denn das für ein Boot? Guck mal hier. Die kämpfen gegen Söldner. Die kämpfen gegen Wildschweine. Ja. Ein normaler Tag in Griechenland. Ja, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir Darius und Natakas am Hafen treffen. Neue Quest Heim. Ja. Und werden dann, ja, schauen. Ich glaube, es gab insgesamt 3 Episoden. Ich bin mir aber nicht mehr ganz so sicher. Kann auch sein, dass ich mich irre. Und das in der nächsten Folge, ja, die letzte Folge zu dem ersten DLC, werden wird. Oh Gott, mein Deutsch schon wieder. Ja, auf jeden Fall fand, also ich hätte es echt cool gefunden, wenn wir die beiden gerettet hätten, ne? Also die Mutter, obwohl die Mutter, beziehungsweise der Spartaner, der war ja richtig dumm, der hat ja einfach so getötet, ne? Die hat sich ja nur 2 Schritte der Fila genähert und dann steckte schon ein Schwert in ihrem Bauch und ja, aber es hätte mich echt gefreut, wenn wir auch Fila gerettet hätten, weil man hat ja ein Umdenken zum Schluss bei ihr gemerkt, umso schlimmer ist, dass sie ja leider sterben musste, aber nun ja, so ist das Leben, ne? Wenn ich an Phil bedenke, schmerzt mein Herz noch immer, oder an die erste Entscheidung für Lenia, da mussten auch leider viele Kinder und viele Erwachsene ihr Leben lassen. Und ja, mal schauen, was die nächste Folge beziehungsweise die nächste, wahrscheinlich letzte Quest zu diesem DLC Heim für uns bereithält. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge mit dabei und hoffe natürlich, dass euch die heutige Folge gefallen hat.